Warten auf Arbeit vergeblich. Am Busbahnhof im spanischen Úbeda finden sich täglich Dutzende Immigranten in der Hoffnung auf Jobs ein. Doch wegen der Wirtschaftskrise haben derzeit nur 700 von ihnen Beschäftigung als Olivenpflücker, 10-mal weniger als vor einem Jahr. Adama Tangara aus Mali hat Glück. Er hat noch Arbeit für 48 Euro am Tag. Die Spanier haben unsere Plätze eingenommen. Früher haben nur Immigranten auf den Feldern gearbeitet mit den Oliven. Aber jetzt hat sich die Situation umgedreht. Die Spanier stürmen die Felder und wir Einwanderer haben das Nachsehen. Andalusien hat das größte Olivenanbaugebiet der Welt. Rund 15.000 Arbeitslose aus der Region versuchen ihren Lebensunterhalt als Pflücker in den Olivenhainen zu verdienen. So wie Andrés Martínez Valera. Er hat seine Stelle als Maurer verloren. Ich habe immer gedacht, dass ich hierher zurückkommen würde, sollte ich mal meine Stelle verlieren. Man arbeitet 40 bis 50 Tage am Stück in der Olivenbranche. Da kann man die Arbeitslosigkeit vergessen. Im Winter zieht es viele Immigranten nach Úbeda. Doch ohne Arbeit und Dach über dem Kopf ist ihre Lage prekär. Viele suchen Hilfe bei Wohltätigkeitsorganisationen. Wir hatten hier in unserer Suppenküche bis zu 700 Menschen. Das ist außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Jahren. Sonst hatten wir nur 180 bis 200 Leute pro Abend. Auch der Schlafsaal des Roten Kreuzes ist voll belegt. Dieser Mann hat nicht mal seine Arbeitskleidung ausgepackt. Wenn er in einer Woche keinen Job gefunden hat, will er sein Glück woanders suchen.